Also ich war im Grunde genommen seit der Zeit, wo ich im Referat war für Deutschland- und Berlin-politische Fragen, immer sehr vertraut mit Sicherheitsfragen. Und dazu gehörte natürlich auch das Thema Nuklearwaffen, weil es die entscheidenden Fragen in der Abrüstung zwischen den Amerikanern und den Russen waren. Also insofern bin ich seit dieser Zeit eigentlich, wenn Sie so wissen wollen, ein Ost-West-Spezialist und ein Sicherheitsspezialist. Das führte auch letztlich zu Ihrer Beteiligung an den 2+4-Verhandlungen. Ja, also ich hatte vielleicht eine ganz glückliche Zeit, als ich in dem Referat für nukleare Abrüstung war, weil ich damals Genscher kennenlernte. Nicht? Und wenn Sie so in einem Referat sind, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie plötzlich in einem Aktendeckel eine Weisung bekommen vom Staatssekretär oder vom Planungsstab. Sie möchten bitte ein Versatzstück schreiben zu einer Rede, die der Minister halten will. Und das war damals ein brandaktuelles Gebiet, auf dem ich arbeitete, weil es leidenschaftliche Auseinandersetzungen gab über die Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missiles. Im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses. Als Konsequenz des NATO-Doppelbeschlusses. Und es gab gerade zu der Zeit die gewaltigen Demonstrationen hier in Bonn auf der Hofgartenwiese, wo 500.000 bis 600.000 Menschen waren. Und es war ein großes innenpolitisches Thema, was nicht nur die Opposition von der Regierung spaltete, sondern es spaltete auch die Koalition selbst. Nicht? Die Russen waren nicht bereit, auf dem Verhandlungsweg ihre SS-20 zu zerstören. Das führte dann dazu, dass wir die Pershing 2 und die Cruise Missiles, wie wir das angedroht hatten, dislozierten. Das führte wieder zu einem gewaltigen Protest der Friedensbewegung. Und innerhalb der Koalition gab es eine Spaltung, die so aussah: Ein großer Teil der Union stand und das Verteidigungsministerium standen auf dem Gesichtspunkt, was wir einmal disloziert haben, wollen wir auch behalten. Und im Auswärtigen Amt sagte man, nein, selbst wenn disloziert worden ist, muss die Verhandlungsoption offen gehalten werden. Und dann bot sich gerade in dieser Phase an, dass die Russen eine Gesprächsbereitschaft zeigten, wieder einlenken zu wollen. Und der Genscher war damals in dieser Situation, dass er einen schwierigen Spagat machen musste. Auf der einen Seite war er mit einer der Buh-Männer der Friedensbewegung und der Linken, weil er ja den Nachrüstungsteil mitgetragen hatte und auch noch vorläufig mittragen wollte. Aber auf der anderen Seite gegenüber dem Koalitionspartner galt er eigentlich als das Weichei gegenüber den Russen. Und in so einer Situation ein Versatzstücke schreiben zu können, zu reden, das ist eigentlich eine große Herausforderung. Und dann habe ich mich gefragt, wie mache ich das denn eigentlich? Dem einen Sachstand zu liefern, ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Ein Politiker möchte gerne politisch sprechen. Und dann habe ich mir die einschlägigen Bulletins des Bundespresseamtes mit seinen Reden gegeben. Und dann habe ich mal so einen Text von der Seele geschrieben. Und die erste Reaktion des Staatssekretärs war, mein Gott, nochmal, da sind Sie vielleicht doch etwas zu politisch geworden. Und ich dachte, ach, lassen Sie es doch den Minister entscheiden, ob er es rausschreibt oder nicht. Und dann ging das so ein paar Mal gut und plötzlich ruft er mich an und sagt, sind Sie diese Silberzunge, die Teile meiner Reden schreibt? Ich sage, Herr Minister, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich schreibe Versatzstücke für Sie. Ja, ja, sagt er, das meine ich schon. Wie machen Sie denn das? Oh, ich sage, es ist einfach, ich mache Sie nach. Dann sagt er, kommen Sie mal rüber. Und dann war ich kurze Zeit später in seinem Ministerbüro. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu ihm? Ja.
Ja, also absolut. Wir waren eigentlich zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, aber doch in manchen Dingen sehr, sehr ähnlich. Er war natürlich ein Titan für einen relativ jungen Beamten im Auswärtigen Dienst, dem man nicht widerspricht. Und da lag auch das Missverständnis vieler Kollegen im Auswärtigen Amt. Ich habe mich da weniger drum gekümmert. Ich habe ihm gelegentlich widersprochen. Und er hat irgendwann mal über mich einen kleinen Bericht geschrieben und hat gesagt, Elbe neigt zum unverblümten Widerspruch. Aber das war eigentlich das Geheimnis, weil wir so lange miteinander auskamen. Nicht? Also, der konnte dann auch aus der Haut fahren mal einen Moment und sagt, was erlauben Sie sich und so. Aber letztlich fanden wir immer wieder zusammen. Und das war die spannendste Zeit meines Lebens, um sich. Wie lange haben Sie für ihn gearbeitet? Naja, von 86 bis 92. Bis er dann ausgeschieden ist. Ja. Nun ist es so, dass, Genscher ja für einen ganz spezifischen Stil der Diplomatie stand. Ja. Man spricht ja auch vom Genscherismus in dem Zusammenhang. Ja, das ist aber was ganz anderes. Okay, bitte, klär Sie mich auf. Also Genscherismus ist keine Stilart, sondern Genscherismus ist ein Schimpfwort. Und das Wort ist entstanden, als er 1987 bei dem World Economic Forum in Davos eine Rede gehalten hat und dabei folgenden Satz gesagt hat. Wir müssen Gorbatschow ernst nehmen, wir müssen ihn beim Wort nehmen. Was ja ein genialer Spruch war. Denn wenn Gorbatschow nicht liefern würde, hatte er Pech gehabt. Eigentlich war da ein Element von sächsischer Chuzpe drin enthalten. Die Amerikaner nahmen das übel und schufen von nun an den Begriff Genscherismus. Der damalige amerikanische Botschafter Rick Byrd nannte Genscher einen Slippery Man. Und Genscherismus war das Synonym für eine Weichei-Politik gegenüber den Russen. Das war aber nicht das, was wir wollten. Wir wollten im Grunde genommen schon einen harten Kurs gegenüber den Russen fahren, weil wir ja meinten, uns das erlauben zu können. Denn wir hatten die besseren Positionen als die Russen in der damaligen Zeit. In wirtschaftlicher Hinsicht? In moralischer Hinsicht. Nun gut, auch das. Nicht darauf kam es an. Was wir wollten, war eigentlich die im Geiste der Schlussakte von Helsinki an einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung zu arbeiten. Und das war das, was zu dem die Russen damals noch nicht so recht bereit waren. Insoweit konnten wir uns sagen, lasst uns den Gorbatschow ernst nehmen, lasst uns ihn beim Wort nehmen. Und er muss dann liefern. So, also Genscherismus ist etwas anderes. Ja. Aber wenn Sie mich auf den Stil ansprechen, dann muss ich sagen, hatte Genscher etwas verinnerlicht, was ich nur jedem Diplomaten raten kann, nachzumachen. Genscher war der Meister der Empathie. Um das zu erklären, möchte ich mal beschreiben, wie John F. Kennedy während der Kuba-Krise in die Verhandlungen mit den Russen gegangen ist. Es gab einen englischen Militärhistoriker, Little Hart, der hatte ihm folgenden Ratschlag gegeben. Sei hart, aber nimm dem Gegner niemals das Gesicht. Versuche, dich in seine Schuhe zu stellen und die Dinge mit seinen Augen zu sehen. Sei niemals hochmütig. Nichts zerstört dich mehr als Eigensucht und Hochmut. Und ich fand, das war etwas, was auf Genscher passte. Der konnte mit allem.
der sagte dem Gromyko, das habe ich nicht mehr erlebt, das haben mir aber andere Kollegen, ältere Kollegen erzählt, der als sowjetischer Außenminister als besonders ruppig galt, der war 23 Jahre lang Außenminister, das muss man sich ja vorstellen, als es um ein Thema ging, wie weit man Inspektionen auch im Rahmen der KSZE-Schlussakte in das Gebiet Russlands hineintragen kann. Da gab es so einen Gürtel von 275 Kilometern. Daraufhin sagte Gromyko mürrisch, der war immer mürrisch, sie wollen ein Loch in den Zaun bohren. Und das war so eine Situation, wo Genscher sagten, das war so sehr typisch, nein, Herr Kollege, wir wollen den Zaun einreißen. Das verblüffte die Leute auch. Aber er galt bei den meisten Kollegen, die ihn kennengelernt haben, eben nicht als Slippery Man, sondern als die Inkarnation einer menschgewordenen, vertrauensbildenden Maßnahme. Ich kann mich noch erinnern, Pia sogar mal in Anspruch genommen worden ist hier in Köln von den Domherren, Gespräch mit dem Papst zu führen, weil sie nicht einverstanden waren mit der Ernennung von Kardinal Meißner. Und dann ist Genscher zu den Vatikan gefahren. Die Mission war nicht erfolgreich, aber er hat als Lutheraner, wenn Sie so wollen, das Vertrauen eines Kölner katholischen Domherrenkapitels bekommen, um solch eine Mission durchzuführen. Er hat dafür gesorgt, dass die Lösung herbeigeführt werden konnte mit der Befreiung der Geiseln, amerikanischen Geiseln in Teheran. Mhm. Und es gibt viele dieser Dinge, die im wahrsten Sinne für ihn bezeichnend sind, die nur erklärlich sind im Erfolg, weil er diese doch sehr freundliche, klare und verbindliche Art hatte. Ich glaube, dass eines der großen Geheimnisse von Genscher war, dass er die Fähigkeit hatte, Freundschaften zu bilden. Und er war dabei auch sehr, sehr erfinderisch und achtete gar nicht darauf, wer eigentlich für ihn wichtig sein konnte. Er wollte nicht nur der Kollege von den großen Außenministern sein, sondern er guckte sich zum Beispiel im Warschauer Pakt um nach den aus der Sicht der großen westlichen Staaten eher unbedeutenden Außenminister. Also den Außenminister Knupek aus der Tschechoslowakei, den Außenminister Vakoni aus Ungarn, den Außenminister Mladenov aus Bulgarien, den Außenminister Olszewski aus Polen. Und er verstand es, ein Netzwerk zu gründen an freundschaftlichen Beziehungen, dass man wirklich also sagen konnte, Politik ist auch eine Funktion von Freundschaften. Das funktionierte auch. Wenn wir zum Beispiel in die Tschechoslowakei fuhren, dann konnte Knupek damit rechnen, dass Genscher sagen würde, er möchte gerne den Dissidenten Václav Havel treffen. Und wenn der gerade zufällig im Gefängnis war, besuchte er ihn dort oder er besuchte ihn im Krankenhaus. Die spielten dann mit, weil sie auch wussten, dass Genscher daraus keinen Bonus zu ihren Lasten schlagen würde. Und es führte eigentlich dazu, dass es eine gewisse Vertrautheit schließlich zwischen den Mitgliedern der Außenministerkonferenz des Warschauer Paktes und Genscher gab. Und manchmal war es so, als habe er mit dabei gesessen, die Konferierten. Die konnten dann auch richtige Plaudertaschen sein. Deswegen wussten wir gerade zur Zeit, also die Reformbewegungen in diesen Ländern hochkamen, ziemlich genau, was eigentlich dort vor sich ging. Aber das beruhte
auf dem Prinzip Freundschaft. Und das funktioniert in der Diplomatie immer dann ernst, wenn man es auch ernst meint. Glauben Sie, dass in späterer Zeit durch Generationen zum Beispiel und Personen wie Hans-Dietrich Genscher, dass dieses ja fast freundschaftliche Verhältnis gegenüber verschiedenen Repräsentanten im Osten, im Warschauer Pakt auch dazu beigetragen hat, dass letztlich der Prozess der ja gar nicht mal nur Wiedervereinigung, sondern auch der, sprechen wir mal von dem Begriff Wende im Osten, dass der so vonstatten ging, wie er vonstatten gehen konnte? Da gibt es unbestreitbar Kausalitäten. Es wäre aber jetzt nicht gehörig, bei aller Zuneigung zu meinem früheren Chef zu sagen, dass nur er es war. Ja. Das fing eigentlich schon an mit Willy Brandt, seinem Staatssekretär Schütz, mit Scheel von der FDP, dann sehr stark natürlich auch Helmut Schmidt, auch mit seiner Gradlinigkeit. Was ist mit Egon Bahr? Ja, Egon Bahr war der große Architekt. Er war der Begründer der Formel Wandel durch Annäherung. Wobei das mutig war. Es war auch eine Absage an die Umkehrung dieser Formel. Es konnte ja nicht heißen Annäherung durch Wandel. Dann hätten wir ja Vorleistung den anderen abfordern müssen, indem wir ihnen sagen, pass mal auf, wenn ihr euch ändert, dann können wir uns wandeln. Das geht ja nun gar nicht, nicht? Also in gewisser Hinsicht war das auch ein Risiko, so etwas zu erfinden. Das war eine große Leistung, die Egon Bahr gemacht hat. Aber alle haben das dann ernst genommen. Helmut Schmidt durch seine berühmte Rede in London vor dem Internationalen Institut für strategische Studien, als er zum ersten Mal auf die Gefährdung durch die SS-20 hingewiesen hat und damit im Grunde genommen den NATO-Doppelbeschluss einleitete, mit der Verhandlungskomponente. Das war ganz, ganz wichtig. Helmut Kohl hat dann ab 1979 schließlich es auch riskiert, sich zu der früheren Ostpolitik der Bundesregierung zu bekennen. Und es ist zweifelsfrei auch eine Persönlichkeit gewesen, die mit zu der Bewegung beigetragen hat, die dann schließlich im Verhältnis zu Polen und zu Russland eingetreten ist. Also nur Genscher war in vieler Hinsicht umtriebiger als die anderen. Und vielleicht auch etwas kreativer und gewitzter. Nicht? Dem fiel immer irgendetwas ein und er hatte einen hohen Respekt bei seinen Gesprächspartnern in den osteuropäischen Ländern. Und dieser Gedanke, oder diese Bezeichnung, dass er eine fleischgewordene, vertrauensbildende Maßnahme ist, der hatte schon seine Berechtigung. Lassen Sie mich auf ein Thema zu sprechen kommen, weil Sie gerade Helmut Kohl erwähnt haben und Helmut Kohl ja dann ab 82 selber Regierungschef war in Deutschland. Wie wichtig ist Kontinuität in der Außenpolitik? Also wenn Außenpolitik basieren muss auf dem Prinzip der Berechenbarkeit, spielt natürlich die Kontinuität eine ungeheuer große Rolle. Deswegen hat er auch sehr mutig, so um das Jahr 1979, den Schulterschluss gesucht mit den Vorgängerregierungen. Es gab damals eine große Anfrage zur Menschenrechtslage in der DDR, die so beantwortet wurde, weil wir das auch wussten, wohin der Hase lief, dass Kohl und die CDU damit zufrieden sein konnten und er damit die Kontinuität mit den Vorgängerregierungen herstellte. So etwas ist dann natürlich auch enorm wichtig im Verhältnis zu den Staaten, die davon betroffen sind. Nicht? Also heutzutage eine Politik zu begründen, die ganz anders ist als die der Vorgängerregierung, kann in der Außenpolitik fatal sein. Sie kann wenigstens zu Irritationen führen.
Ja, und Sie sehen es ja an Polen heutzutage, nicht? Ist ja im Grunde genommen eine Abkehr von europäischen Prinzipien, was da betrieben wird.